Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan Ziakum von den Frakta und ich bin wieder in Stainless Steel Hip. So, ich glaube, ich habe das erledigt, oder? Testen wir es einfach. Wobei. Ja, Herr. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Untersuchung gilt, mein Herr. Wohin soll es gehen, Herr? Ich werde keine Spuren hinterlassen. Untersuchung gilt. Keine Ahnung, wo noch welche von mir rumgammeln. Ist auch egal. Was mir gerade einfällt, was ich probieren könnte, ich könnte die Feldarmee, die im Moment einfach nur da rum, also die da so ein bisschen rumsteht. Ja, ist aber, geh weg. Psst, weg. Was? Warum sagt ihr auch Marsalam? Hat jeder irgendwie von den europäischen Fraktionen jetzt einen muslimischen Akzent gekriegt? Wir kommen euch Kunde. Du hast was ganz komisches geraucht, Alter, oder? Ich soll bezahlen dafür, dass ich Trade Rights Handelsrecht bekomme und der ist Thomas von Bing. Was war für immer mal Gegenvorschlag? Wir lassen den Quatsch weg. Nein, so wird das nicht. Gut, dann nicht. Mach Quatsch weg. Kannst du dir überlegen bei Gelegenheit. Bei Florenz hauen sie sich. Ich nehme an, Jerusalem hat gerade ein paar andere Probleme. Anscheinend schlägt sich Jerusalem nicht. Wollen Sie mir geben? Militäreinheiten, ja, ich komme, will das gut sein. Warten wir mal weg. Gebt den Befehl. Wir probieren mal was. Marschieren! Wem stehe ich gegenüber? Was wünscht ihr? Ja, mein Herr. Wir werden mit dem Feind entgegentreten. Beginne die Belagerung. Nehmen wir nun die Mauern ein, Herr? Ihr wollt, mein Herr. Wir marschieren in die Schlacht. Die hungern wir aus. Mein Herr, ich bin bereit zu handeln. Ja, Herr. Ich bin bereit zu handeln. Lö. Wenigstens bringen hier die Händler mal was ein. Wohin soll es gehen, Herr? Ich werde keine Spuren hinterlassen. Wem hat Venedig den Stress? Nur mit den Fatimiden. Die Dänen und die Deutschen schlagen sich. Die Franzosen haben mit niemandem Stress. Die Engländer mit den Mauren. Die Polen mit den Ungarn, was ich sehr angenehm finde. Aber die meisten sind ziemlich entspannt. Wir könnten mal einen Diplomat zu den bekloppten Kreuzrittern schicken. Wer mich entdeckt, sieht eigentlich nicht den nächsten Tag. Ja, Babble. Was ist das für ein Zeichen? Ach, das ist das Rennen sind. Ja, alles gut. Hier ist eine allgemeine Unruhe, da geben wir mal ein bisschen Geld aus. Hab ich irgendeinen Priester? Kriegt ja, ihr das mein hin? Herr, wer ist Bote der Ketzerei? Mein Herr? Wen verdächtigt? Der Abtrünnige büßen für den Verrat an Gott. Geh mir den Keks, wenn du schon so unfähig bist. Sehr schön, das bringt wenigstens mal ein bisschen Asche in die Tasche. Brauchen doch so Händler.
Das lobe ich mir doch mal. Erteilt mir einen Befehl. Abrücken. Heute ziehen wir nicht weiter. Sehr schön. Wobei, die hier müssen auch noch auf... Ja gut, die nehmen wir trotzdem mit. Die können wir dann vielleicht in Rom oder so auffrischen. Ne, können wir nicht. Wir haben auch nicht. Ja, irgendwo, die sollen mal kämpfen. Wobei, einerseits... Ja, erteilt mir, vorwärts! Eure Majestät. Ja. Marschiert. Werde Teil hier abrücken. Ist aber nicht schlimm. Nächste Runde ziehen wir die Truppe, die da ist, auf jeden Fall nach Italien ab. Und die anderen holen wir nach und nach rüber. Ändert aber nichts daran. Dass wir einen Diplomaten brauchen werden. Lasst mich zuschlagen, Herr. Frischen wir hier mal auf, da werden sie noch gleich ein bisschen, ja. Dann kriegen wir jetzt langsam hier wieder eine Truppe zusammen. Da haben wir noch einen Diplomat. Super. Soll ich jemanden auf? Denkt ihr etwa, wir wären froh, euch zu sehen? Bittet uns um nie, es hat mehr geschadet als genügt. Bin unterwegs. Im Namen meines Herrn und mein habt ihr vielleicht lebt wohl, edler Herr. So edel bin ich gar nicht. Ich will nämlich dein Land, Mädel. Aber du darfst gern hinterher einen byzantinischen Prinzen heiraten, einen römischen. Davon wuseln mittlerweile einige rum. Sind eh alles Nichtsnutze, die ich nicht gescheit als Generäle verwenden kann. Die haben alle keine Loyalität. Warum haben die eigentlich alle keine Loyalität? Das kann doch nicht sein. Was treibt die da eigentlich? Da ist doch niemand drin, den sie heiraten kann. Will sie bei alle bestechen oder was? Also ich glaube, dass die Kreuzritter Probleme haben. Ja, das ist ja kein Mensch. So. Den Fatimiden kloppen die sich, ja. Soweit so schön. Mein Herr, Untersuchung gestartet. Aber mein Herr, ich kann da nicht hin. Was? Schweinepriester. Okay, das war's mit Portugal. Ah, jetzt sind sie doch wieder da. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Ach jo.
Schick lieber mal Truppen nach Süden. Wenn ich das richtig sehe, habt ihr da ein paar Probleme? Ah ne, haben sie zurückgewonnen. Ah, da kommt aber der nächste. Euer Bierdenken, ihr verschwendet nur unsere Zeit. Also tut es mir. Nein, wir werden nicht treffen, wir mehr als Druck. Das finde ich sehr gut. Novgorod und die Polen kloppen das sich. Wenn die deutschen Ideen jetzt im Frieden sind. Aha, die Anna hat es dahin gerafft. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Ich traue meinen Männern eigentlich zu, dass sie sogar die Burg halten können. Aber sicherheitshalber. Ja, marschieren. Ja. Führen wir die Truppe mal nach Süden. Na, ein Sit-in, hä? So. Nächste Runde will ich mal gucken, wie es in Sizilien aussieht. Mein Herr. Ja. Ja, mein Herr. Was ist das denn? Ach, die Pisane. Boah, haben die eine hässliche Farbe. Nur der Sultan darf mir Befehle geben. Auch ein Sultan? Ey, jetzt mal ernsthaft, warum haben die, bin ich schon alle in den muslimischen Akzent gekommen? Bekloppt. Egal. Da ist ein Händler. Finde ich ganz gut, wenn Novgorod sich da einschaltet, dann kriegen die Polen, wenn da ein bisschen zusammengedrückt sind von den Ungarn und Novgorod. Und vielleicht im Lang die Machtdemonstration auch, dass sie ihre Truppen von Flaviopolis abziehen. Flaviopolis, so, sorry. Zu den Mauern! Dafür habe ich kein Geld für den Quatsch. Aber wenn es lustig wäre, wenn wir eine orthodoxe... Händler verloren. Ja. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht lieber bereit zu handeln. Noch einen hier in Italien produzieren. Also, wo muss die Stadt sein? Eure Majestät, erteilt mir einen Befehl. Lasst mich zuschlagen, Herr.
kommen nicht schnell genug voran mit der... Ich bin Gottes Diener. Benennt den Heiden, über den ich urteilen soll. Oh Mann, davon krieg ich Kopfweh. Gottes Gerechtigkeit ist absolut. Er hat seine Verbände verstärkt. Ich suche den, nennt mir den Feind her. Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Ja, mein Herr? Wer ist Bote der... Mein Herr? Benennt... Ja, mein Herr? Unfassbar. Ketzerei verdient keine Gnade. Ich bin Gottes Dieb, mein Herr. Wen verdient... Nein, ja, mein Herr. Ich bin Gottes Diener. Dann schicken wir mal unsere Bekehrungsstreitmacht dahin. Soll ich hier? Wir hören uns gern, eure Worte. Aber nein, dies hat mehr geschadet als genügt. Ich glaube aber, dass ich Barium noch zu einer Stadt machen werde, dann bringt es mir nämlich mehr Geld. Ich brauche Barium eigentlich nicht mehr als Burg da unten. Bin ich schon wieder pleite? Boah, mir geht das auf den Sack. Ich bin hier noch nicht der, wir sind noch nicht, keine Ahnung, der Volkswanderweg. Nicht woanders, dass sie stummeln. Ja. Das geht um viel Geld. Was soll ich denn da bitte schön noch bauen? Oh Mann. Mein Herr, ich bin Gottes Diener. Also der Glaubenskrieg geht mir ja halt am meisten auf die Nerven. Hat eine ganze Menge Händler. Komm, nimm mal das da. Nee, halt, wo war's? Das da. Well eingerichtet, gütiger Meister. Ja, das ist nämlich keine schlechte Einnahmequelle. Wir müssen dringend in Italien Kirchen bauen und Priester ausheben. Vier Runden, drei Runden. Oh, halt, warte mal. Wem stehe ich gegenüber? Da ist es. Auf dem Weg, mein Herr. Wir marschieren gegen unsere Feinde. Eure Befehle? Ja, mein Herr. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Mein Herr! Ja, mein Herr!
Das ist zwar nicht viel, die 5 Muckel, aber die 5 Muckel können sie in Sizilien wahrscheinlich noch gut gebrauchen. Lass mich zuschlagen, Herr. Wenn die rauskommen, ist das nämlich ein ziemlich knackiger Kampf. Wem stehe ich gegenüber? Okay, ich würde aber sagen... Eure Majestät, ja, marschiert! Wir setzen den nächsten Cut. Die könnte man eigentlich auch noch mitnehmen. Er teilt mir einen Befehl. Ja. Abrücken. Eure Befehle. Ja, mein Herr. Okay, wir setzen den Cut und wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.